Wenn auch nur ein recht kurzer Termin, so hatten die Verantwortlichen der Schule für Körperbehinderte an der Muldauer allen Grund zur Freude. Die Wirtschaftsjunioren hatten im Rahmen des Dessauer Karnevalsumzuges an einem Stand Glühwein verkauft und das Geld in die Anschaffung von Geräten und Hilfsmitteln für die Arbeitsgemeinschaft Kochen und Backen investiert. Einen nicht unerheblichen finanziellen Beitrag mussten die Wirtschaftsjunioren aufwenden, um die speziellen Küchenhilfen anzuschaffen. Der Erlös kommt aus dem Karnevalsumzug, an dem sich die Wirtschaftsjunioren jedes Jahr beteiligen. Wir verkaufen dort Glühwein und auch Kinderglühwein. Und dieser Erlös kommt in solchen Kinderträumen wie heute beispielsweise der Arbeitsgemeinschaft Kochen und Backen mit Handicap für die Schule an der Muldaue, das ist eine Schule für körperlich behinderte Kinder, zugute. Die Wahl fiel auf diese Einrichtung, weil die Wirtschaftsjunioren immer wieder Menschen, denen es nicht so gut geht, unterstützen will. Da bot sich die Arbeitsgemeinschaft in der Schule Muldeaue nahezu an. Der Arbeitskreis der Wirtschaftsjunioren haben insgesamt 6 Einschriften bewertet. Unter anderem war halt auch die Schule an der Muldaue mit dabei. Und wir haben uns ausgerechnet für diese Schule, für diese Arbeitsgemeinschaft entschieden, weil das mal was Besonderes ist und dass halt auch viele Kinder davon einen Nutzen haben. Gerade für Menschen mit Behinderungen ist es nicht einfach, Dinge, die wir als alltäglich ansehen, zu verrichten. Deshalb sind hier auch Spezialküchenhilfen gefragt. Die Geräte sind speziell für Behinderte ausgelegt. Sie sind rutschfest, man kann teilweise einhändig mit arbeiten und sind behindertengerecht. Und ja, die Wirtschaftsjunioren werden weitersammeln und spenden, um die Aktion Wirtschaftsjunioren machen Träume wahr und weitere voranzubringen, um vielen anderen eine Hilfe zu sein.